Das ist irgendwie nicht so geglückt, wie ich das mir vorgestellt habe. Hier fahren die auch ganz gemütlich raus. Das funktioniert ja noch gut. Auch hier müssen wir wieder aufbauen. Wie schaut es denn eigentlich mit unserer Produktion aus? In Industrie. Wir machen 24.000 Profit. Das ist eine ordentliche Menge, würde ich mal sagen. Hier ist auch noch einiges drin. Hier sind 600 Tonnen drin. Hier sind 500 Tonnen drin. Was geht denn hier ab? Standhaltungsgebäude. Ja, stimmt, hier hätte ich es mit der Autobahn nicht mehr hinbekommen. Hm. Okay, Leute, es ist ganz simpel. Wie man auf eine Straße auffährt, muss man euch doch hoffentlich nicht erklären, ey. So, hier teilt sich das dann auf. Selbst da sind sie doof für eine Scheißstraße. Was ist das denn? Lebe ich denn hier in Tottenhausen? Ups, Entschuldigung. Wie die hier wieder wechseln, weil die nur gerade hier rein wollen. Dann wechseln die hier wieder, stehen hier im Stau. Weil, wo wollen denn die alle hin? Die wollen alle hier rein, hier. Um dann wieder umzudrehen. Ey, ich quitte gleich auf dieses Game, ich schwör. Es kann doch nicht so schwer sein, denen irgendwas Gutes zu tun, oder? Dreispur. Ich tue das jetzt hier in eine normale Dreispur umbauen, mir scheißegal. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Aggressionslevel, ey. Aber warum wollen denn die unbedingt da rein? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich tue denen jetzt hier einfach mal die Straße abreißen, dann schauen wir, wie sie dann reagieren. So, weg ist die Straße. Weg ist sie. Jetzt fahren sie gerade vor die Straße, biegen hier ab. Und machen was? Machen was? Ob das vielleicht für die Abkürzung war, hier rüber in die Ortschaft? Oh, was ist denn jetzt hier los? Nicht genügend Ver- Oh, shit. Vielleicht sollten wir... Ah, das könnte eine gute Idee sein. Warte mal, wenn wir hier mit einem Zugsystem arbeiten. Wenn wir dem hier jetzt den Bahnhof vor die Nase stellen. Ist das der Güterbahnhof? Nee, das ist ein Hafen. Züge, Güterbahnhof. So. Nö. Weißt du nicht, wieso unbedingt... Was ist das denn? Wie angeschlossen hat er das?
Das sind ja schon wieder so schlaue Sachen, die ich mir denke, das ist unnötig, ey. So. Können wir dann nicht rein theoretisch eine Linie ziehen? Wie geht denn das jetzt hier? Warte, ich krieg das noch raus, wie das ging. So, Kreuzungen. Da ist es auch nicht an... Ist das da nicht... Aber hier hält jetzt ein Zug. Und der bringt jetzt Güter raus. Und da das Ding nicht angeschlossen ist woanders... Der belädt die jetzt perfekt. Traumhaft bedeutet, so können wir jetzt hier die Industrie fürs Erste anheizen. Jetzt fährt er zur nächsten Station, die hier oben ist. Denke ich einmal. Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Wo fährt er hin? Da unten ist er. Lässt sich beladen, fährt wieder runter. Fährt wohin? Entweder kommt hier raus oder er kommt hier raus. Er kommt hier hin. Ist weg. Wo ist er hin? Oder lässt er auch teilweise einfach Züge entstehen, sobald genug da ist zum Traffic? Ja. Da ist einer wieder. Zack. Fährt rüber. Entlädt. Und bringt wieder Transporte für die Ortschaft hier mit. Die Stadt braucht mehr... Was ist jetzt los? Wir haben echt... Was? Wie geht das denn? Weil dem am Wasser fehlt. Oh. Die kriegen hier oben jetzt mal eine eigene Müllalde auch hin. Das ist gleich... Also eine eigene Müllverbrennung, die vor Ort sich hier darum kümmert, dass hier nichts passiert. So, wie schaut es jetzt wieder strommäßig aus? Ja, jetzt sind wir wieder positiv hier. Das sind interessante Sachen, die hier stehen. Hm. Okay, hier kann auch nichts hinterkommen, wenn hier keine Straßenanbindung ist, ne? Das sollte einem bewusst sein. So. Jetzt ist hier auch mal das Müllproblem gelöst. Jetzt geht es dem Gebiet wieder gut. Und rein logisch durch die Zuganbindung sollte sich das hier auch alles gebessert haben. Weil die werden jetzt wahrscheinlich hier alles abklappern in der Ortschaft. Was sie wohin bringen müssen und pipapo. Nur Verkehr löschen. Wir tun jetzt das Dispo. Wir machen es wieder normal. Kann ich hier gucken, wie hoch die Geschwindigkeiten teilweise auf den Brücken ist? Also die Autobahn hat hier unbegrenzt. Die sind auf 80 beschränkt. Mhm. Dann gibt es natürlich Sinn, dass da überall auch sich ein bisschen staunen kann, wenn natürlich hier auf 80 beschränkt ist. Okay. Schab dub double do. Double 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 do. Oh! Ich sehe gerade, dass ich aus der Szene schon fast 30 Minuten aufnehme. Ja, dann muss ich halt diese Folgen in halbieren. Aber das dürfte ja nicht so schlimm sein für euch, wenn ich die jetzt einfach mal halbiere. So. Und ich bin einfach so vertieft in das Tricks Game gerade. Ja. Also dem Teil geht's jetzt gut. Check.
Hier wird durch Zugsysteme das ganze Zeug schon mittlerweile rein und raus gefördert wie irre. Weil ist natürlich einfacher. Bedeutet, hier fährt der Zug rein und wieder raus, rein und wieder raus. Oder es kommt überhaupt kein Zug, sondern es fährt einfach nur da ein neuer Zug hin. Dadurch verteilt sich hier die Ware wieder. Geringer Bodenrichtwert. Das sollte sich aber bald verändern, sobald hier genügend Züge fahren. Die Abfahrt staut sich, weil die sich hier nach links und rechts teilen. Und weil die sich hier wieder auf der Brücke teilen. Grrr. Sowas kann ich nicht leiden. Viel besser. So, hier ziehen jetzt durch die Züge halt dementsprechend auch die LKW-Massen durch. Es ziehen sogar welche rein, das ist ja auch interessant. Jetzt fährt der Zug sogar wieder zurück. Oha. Was? Was in dem Fall natürlich unserem ganzen System hier wieder zugute kommt, weil dadurch sind die Transporte per Auto nicht so wichtig. Und jetzt schaut sich das schon wieder hier. Was habe ich euch getan? Ist ja fast schon. Das ist echt wie ein Horrorfilm teilweise, habe ich das Gefühl. Wir kommen hier raus. 126. Ach du Himmelhilfe. Na gut, na gut, na gut, na gut. Es ist nicht so einfach, wie ich es mir gedacht hätte, irgendwie. Ich bin beim Denken. Weil irgendwie müssen wir doch dieses Stauproblem hier wegkriegen. Wir haben hier unten eine Anbindung. Die könnte man natürlich ausbauen, um hier anzuschließen. Das wäre jetzt noch eine Überlegung wert, ob wir nicht einfach das. Das können wir jetzt mal machen. Wir tun die Anbindung einmal kurz weg. Die Autobahn kurz einmal weg. Soweit es geht. Und nehmen hier nochmal eine Autobahn der größten Kategorie dazu. Jetzt tun wir mal nochmal hier schnell ein bisschen Autobahn löschen. Soweit kommen wir sonst nicht mehr dran. So dran, wie wir es brauchen. So. Autobahn. Normale Autobahn. Das ist eine Vierspurige. Mein Handy klingelt wie irre. Ich weiß bloß nicht, was das Handy hat. So. So. Okay, jetzt haben wir das mal angeschlossen. Und dann bringen wir das hier runter auf zwei simple Einzelspuren. Oder halt zwei so. Wie geht denn? Wie können wir das ein bisschen. Wir machen jetzt hier eine ganz simple grüne Straße. Kurzes Stück. So. Oder vielleicht noch ein bisschen länger. So. Und dann einmal hier nach da. Und einmal von da nach da. Perfekt. Dann geben wir hier noch die rechte weg, dass sie so darf. Aber natürlich durchwascheln wieder. Und dann noch die Verbindungen einstellen. So. Und ja. So halt, ne? Sollte ja jetzt dementsprechend passen. Ja. Weil dann kann der Verkehr natürlich wiederum auch hier raus.
Jetzt müssen wir dem hier auch nur noch sagen, dass er hier auch weg darf. Wir müssen mit dem das hier so verklickern. Lass das hier rüber geht. Jetzt klingelt mein Handy schon wieder. Und dann einmal das hier hin. Und anstatt dahin, dorthin. Sollte jetzt gut passen. Warum hat jetzt mein Handy geklingelt? So. Jetzt schaut sich das natürlich schon. Dann sagen wir dem hier nur abbiegen. Dann können die, die geradeaus wollen, hier so hin. Perfekt. Sollte jetzt ungefähr passen. Dann tun wir nicht hier ein bisschen was abfangen, versuchen irgendwie. Tun wir mal die Ampel raus. Ich weiß nicht, ob das dann besser ist. Ist da jetzt gerade eine Ampel drin oder ist da eine Ampel draußen gerade? So, jetzt hat... Das könnte jetzt hier einiges beheben. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber es könnte. Es könnte so ein bisschen was beheben. Mit Ampeln. Einfach probieren und schauen. Aber es kommt ja halt doch dementsprechend der Traffic rein, die jetzt auf die Autobahn wollen. Das ist wiederum ein Nachteil. Na gut, Freunde, aber das war's für diese Woche von City Skylines. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.